Dieses Video ist eine Kollaboration mit DaVinci. Zeitgleich kommt auf seinem Kanal ein Video mit mir über Telanon. Erster Link in der Beschreibung, schaut es euch auf jeden Fall an. Wie ihr am Titel erkennen könnt, geht es heute um TrumTrum. Genauer gesagt um TrumTrum.de, denn auch hier haben wir wieder einen Kanal, der im englischsprachigen Raum Erfolg hat und um maximalen Profit zu generieren, Ableger in anderen Ländern hat. Falls ihr TrumTrum nicht kennt, habt ihr definitiv alles richtig gemacht. Dieser Kanal ist wirklich auf einem Level mit Rebecca Wing, nur dass die Videos noch etwas mehr verblöden. Schon beim ersten Blick auf die Kanalübersicht weiß man ganz genau, auf welche Zuschauergruppe dieser ekelhafte Kanal abzielt. Allein wenn ich die Thumbnails sehe, kotze ich ins Essen. Aber in Regenbogenfarbe. Sowas macht dieser Kanal mit mir. Das Traurige bei dem Kanal ist noch, dass er fast 11 Millionen Abonnenten hat, im Monat 180 Millionen Views macht, was ca. 500.000 Euro im Monat entspricht und es nicht hinbekommt, die Videos richtig ins Deutsche zu übersetzen. Das Deutsch ist gebrochener als das von Chanakan, kein Scheiß. Schaut euch nur mal die Titel an. Aus 8 Do-It-Yourself Edible Unicorn Stool Supplies, Weird Ways to Sneak Candies into Class wird plötzlich 8 essbarer Einhorn Schulbedarf. Entschuldigung, seltsame Wege, Süßigkeiten in die Klasse zu schmuggeln. Es ist halt so peinlich, der Kanal macht Millionen von Euronen. Aber ist sich dann zu fein, jemanden einzustellen, der alles richtig übersetzt? Denn genauso gebrochen, wie das Deutsch in den Videotiteln ist, ist es auch in den Videos. Ich meine, Rebecca Wing hat auch fragwürdige Videotitel und hat absolut keine Lust, die richtig zu schreiben, aber die spricht wenigstens vernünftiges Deutsch in den Videos. Ich weiß nicht, ob hier versucht wurde, den Slivky-Show-Effekt zu erzielen, also durch schlechtes Deutsch Sympathie zu erwecken, aber das hat nicht funktioniert. Der Kanal hat sich mittlerweile so umstrukturiert, dass es ohne Probleme möglich ist, die Videos in jedem Land zu bringen. Die Protagonisten in den Videos sind absolut stumm und eine Stimme aus dem Off kommentiert die Videos. Warum? Ganz einfach, es wäre Arbeit und würde etwas kosten, Synchronsprecher einzustellen. Wenn das nicht gemacht wird, sieht es zwar bescheuert aus, aber das ist dem 9- bis 13-jährigen Publikum völlig egal. Die Videos gehen exakt gleich lang und sind exakt gleich visualisiert. Hier zum Beispiel Sekunde 0 im englischen Raum, Sekunde 0 im deutschen Raum, Minute 5 im englischen Raum, Minute 5 im deutschen Raum. Vergleichen wir jetzt mal die Videoübersichten miteinander, stellen wir fest, oh, das ist ja komplett dasselbe, nur etwas zeitversetzt. Der Knaller ist jetzt noch, das funktioniert. Und zwar perfekt. Nicht nur in Deutschland mit 600.000 Abonnenten. Auch in Spanien mit 7,5 Millionen Abonnenten, in Frankreich mit fast 2 Millionen Abonnenten, in Japan mit 250.000 und in Portugal mit 4 Millionen. Und es ist überall genau dasselbe. Dieselben Thumbnails, selber Titel, in Klammern falsch übersetzt, und derselbe visualisierte Inhalt. Ich kotze gerade das zweite Mal ins Essen. Immer noch regenbogenfarmt, nur dieses Mal mit ein bisschen Blut. Und wenn man sich jetzt noch den Abozuwachs und die Einnahmen der verschiedenen Länder anschaut, frage ich mich echt, warum stellt man niemanden ein, der es vernünftig übersetzt? Naja, ich fokussiere mich ab jetzt weiter auf den deutschen Kanal. Der hat halt straight 40.000 Abonnenten im letzten Monat gemacht, mit exakt null Aufwand. Ja, es wurde übersetzt, aber fehlerhaft. Hauptsache mit demselben Wortlaut. Damit man sich ja bloß keine Mühe machen muss, es anders zu formulieren, das wäre ja Arbeit, oh nein. Oder noch schlimmer, die könnten ja von den Millionen, die sie im Monat verdienen, einen vernünftigen Übersetzer einstellen. Sagen wir mal, ein Übersetzer bekommt 3.000 Euro im Monat, was utopisch viel für vielleicht 3 Stunden Arbeit in der Woche ist, müssen die 15.000 Euro abgeben. Oh nein, wie sollen wir das finanzieren? Wir gehen ja bald bankrott. Es ist halt so einfach, Erfolg auf YouTube zu haben. Der Kanal macht genau vor, wie man es macht, aber bloß nicht machen sollte. Man nimmt die Themen, die gerade voll durch die Decke gehen, beim weiblichen Publikum zwischen 6 und 13 Jahren. Also Slimes, Do-It-Yourself mit Slimes, Essen mit Slimes, Squishies, Squishies mit Essen, Pranks mit Essen, Einhörner, Einhörner mit Essen, Schulsachen, Schulsachen mit Süßigkeiten. Slime, Do-It-Yourself, Pranks mit Squishy, Einhorn, Essen, Schulbedarf, und das war gerade genauso gutes Deutsch wie die Titel der Videos. Jetzt weiß ich auch, wie die entstehen. Das war übrigens kein Scherz, auch wenn es so rüberkommt. Oder wie erklärt ihr euch den Titel? 6XXL, essbare Antistress, Schulbedarf, essbare Schulstreiche. Wenn mir jetzt erklären kann, wie man Schulstreiche essen kann, bekommt ihr ein Do-It-Yourself des Squishy Slime Einhorn, das essbar ist, von mir geschenkt. Kein Prank, versprochen. Um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, ich finde es echt traurig. Ein Unternehmen gründet einen Kanal, sucht sich ein Thema und eine Zielgruppe raus, die einfach manipulierbar ist, expandiert mit dem Erfolgskonzept in verschiedene Länder, mit marginaler Übersetzung und macht noch mehr Profit. Und das hypt dann auch noch wie sonst was, fängt an zu trenden und wird unfassbar von YouTube promoted. Herzlichen Glückwunsch, wieder wird den richtigen Creatoren die Möglichkeit genommen, sich selber gut zu vermarkten, weil so ein Bullshit den YouTube-Markt einfach dominiert. Damit ihr euch selber von den Videos überzeugen könnt, nehme ich jetzt mal eins für euch auseinander. Und zwar das Video 8 Magic Tricks
You Can Do mit 20 Millionen View. Ah, warte, ich meine natürlich 18 coole Zaubertricks zum Nachmachen mit 26.000 Views. Das wurde übrigens nach 7 Monaten auf dem deutschen Kanal recycelt, weil es im englischen Raum so abgegangen ist. In diesem Video werden grottenschlechte Zaubertricks gezeigt. Wenn Houdini den Mist sieht, fängt er an, im Grab zu rotieren. Ohne Spaß. Dann schauen wir doch mal, was für Troom Troom Zaubertricks sind. Ach ja, ich muss den Mist übrigens extrem stark zensieren, weil die bei Studio 71 sind und die schmeißen mit Strikes umher wie Rainer mit seinen Stücken. Wöhne deine Freunde mit einem leckeren Frühstück aus Raupen und Würmern. Nimm einen Strohhalm in einer Papierhülle, schneide die Enden der Papierhülle ab und drücke sie zusammen. Schon hast du einen Wurm. Sprengt ein paar Wassertropfen über ihn, der Wurm fängt an, sich zu bewegen. Ah, das ist also ein Zaubertrick. Ich würde ja spontan behaupten, dass Papier aus holzisolierten Fasern besteht und eine Struktur aus dichten und lockeren Bereichen bildet und dass bei Berührung mit Wasser die Zellulosefasern aufquellen. Die Stellen, die mehr Fasern haben, absorbieren mehr Wasser und wölben sich dementsprechend stärker als die Stellen mit weniger Fasern, wodurch es zu der ungleichmäßigen Ausdehnung kommt. Genauer gesagt liegt es daran, dass sich das Wasser in den Faserspalten zurückzieht und sich die Fasern dadurch stark zusammenziehen. Oder man sagt einfach: Boah, guck mal, krasser Zaubertrick. Würde da wenigstens ein minimaler Bildungsauftrag drinstecken, in dem man erklärt, wie das funktioniert, wäre es ja sogar noch gut. Es ist Zeit, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Lass uns den Trick mit dem Feuer ausprobieren. Halte eine angezündete Kerze in beiden Händen. Bewege eine Hand vorsichtig nach oben und greife dir die Flamme der Kerze. Aber die Flamme muss wieder zurück zu ihrer Kerze. Bring die Flamme also wieder zurück. Ich gehe stark davon aus, dass der Kanal weiß, dass die Zuschauer zu einem großen Teil sogar unter 10 Jahren alt sind. Wieso zum Fick zeigen die ihren jungen Zuschauern, wie man mit Feuer spielt? Das ist sowas von unverantwortlich. Danach sagen sie zwar noch, dass man es am besten nicht alleine machen soll, aber das ändert nichts daran, dass es falsch ist, kleine Kinder zum Spielen mit Feuer zu animieren. Du schüttest Wasser in ein Glas und plötzlich wird es zu Eiswürfeln. Der Trick besteht darin, vorher Eiswürfel in den Topf zu legen, ebenso wie ein Schwamm, der das Wasser aufnimmt. Was für krasse Zaubertricks, also wirklich, ich bin impressed. Willst du einen Zick-Tack mit Orangengeschmack oder bist du allergisch gegen Zitrusfrüchte? Dann nimm eins mit Pfefferminzgeschmack. Das Geheimnis dahinter: ein Bonbon mit Orangengeschmack in eins mit Pfefferminzgeschmack zu verwandeln, ist ziemlich einfach. Hier wird eine Folie genommen, sie wird zurechtgeschnitten und auf die Tic-Tac-Packung geklebt. Schön und gut, aber ist euch vielleicht aufgefallen, dass die Schrift sich nicht geändert hat, ihr Drecksteppen? Oh Mann, das ist so billig, wie kann sowas 20 Millionen Views bekommen? Komm, einen finalen Ausschnitt verwende ich noch, dann sollte es wirklich reichen. Lass uns versuchen, sie mit unseren Händen zu fangen. Herkömmliche Seifenblasen werden natürlich bei der ersten Berührung zerplatzen, aber lass uns herausfinden, wie wir eine scheinbar unzerstörbare Blase herstellen können. Du wirst ein Glas mit Seifenblasenflüssigkeit benötigen und ein Vergrößerungsglas. Okay, die reden davon, eine unzerstörbare Seifenblase herzustellen. Und das Einzige, was die machen, ist eine Glaslinse in die Hand zu nehmen und damit vor der Kamera rumzuwackeln. Ist das euer verfickter Ernst? Und dieses Niveau wird das ganze Video lang gehalten. Ich bin fertig mit dem Kanal, jetzt sagt euch noch DaVinci, was er von Troom Troom hält. Denkt dran, euch das Video auf seinem Kanal hinterher anzuschauen. Während der deutschsprachige Kanal von Troom Troom über 700.000 Abonnenten generiert hat, was wirklich schon traurig genug ist, muss man sich nur den englischsprachigen Kanal angucken. Und ja, es gibt ihn auch auf Englisch. Und der hat 11 Millionen Abonnenten, seit 2015 über 3,3 Milliarden Klicks generiert, also wurden Millionen von Euro mit den Klicks verdient, aufgrund solch einen Contents. Und das ist dann schon ziemlich bitter, denn dort werden Kinder verblödet mit schlechtem Deutsch oder auch Englisch, mit einfach schlechten Übersetzungen auf sämtlichen Weltsprachen. Man braucht nur in die Infobox gucken, denn auch auf Japanisch, Chinesisch gibt's den Troom Troom Kanal und dort werden auch Millionen von Klicks generiert über längere Zeiträume und das ist dann schon bitter zu sehen, dass die einfach eine Menge Geld generieren und die Kinder damit auch noch verblöden mit einfachsten und billigsten produzierten Videos aus Osteuropa. Und versteht mich jetzt nicht falsch, es ist vollkommen legitim, auf dieser Plattform Geld und Klicks zu generieren, das wollen wir ja alle, aber wenn die Qualität überhaupt nicht stimmt und dass die Kinder noch verblödet, dann ist das schon sehr bitter. Ein positives Beispiel ist die Slivky Show. Die machen sehr gute Videos und veröffentlichen die auch auf verschiedensten Sprachen und sind auf der ganzen Welt damit erfolgreich. Und denen gönne ich das. Die geben den Kindern was mit, die vermitteln gutes Wissen zum Teil. In jeder Folge passiert was Spannendes und die sind niedlich gestaltet. Also für Kinder wirklich toll. Aber wenn das so ein billiger Trash ist, der einmal günstig produziert wird und auf der ganzen Welt verbraten wird, dann finde ich das einfach nur bitter und ziemlich fragwürdig. Natürlich wird Troom Troom nicht nur auf YouTube vermarktet, sondern auch auf allen anderen sozialen Netzwerken wie Facebook oder hier Instagram. Und dort haben sie auch alleine 2,5 Millionen Follower. Dort werden auch einfachst produzierte DIY-Videos hochgeladen. Das mag für Instagram dann vielleicht noch ausreichen, aber mit dem Hintergedanken, dass diese Videos auch auf YouTube
und auf sämtlichen Sprachen vermarktet werden, also ganz günstig in Osteuropa produziert werden und dann sich über die ganze Welt verteilen, Millionen von Euro verdient werden, dann ist das auf der einen Seite vielleicht clever, aber auf der anderen schon sehr bitter, denn die Laiendarsteller werden bestimmt nicht sonderlich gut bezahlt und die Umsetzung ist halt auch dermaßen trashig und billig und verblödet die Kids auf eine Art und Weise, die ich nicht mehr wirklich akzeptieren kann. Denn wenn nicht mal auf die Umsetzung bzw. Übersetzung Wert gelegt wird, die Grammatik äußerst schlecht ist und Kinder verblödet werden, dann ist das wirklich sehr fragwürdig, dass das auch von YouTube so erlaubt ist bzw. auch noch promotet wird. Fazit des Ganzen, wenn ihr kleinere Geschwister habt oder vielleicht schon selbst Kinder, dann lasst sie bitte nicht Troom Troom gucken, weicht auf die Slifky Show oder andere Formate auf YouTube aus oder schickt die Kinder einfach mal raus zum Spielen, ist sowieso viel cooler. Das war's für meinen Part, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte und bis bald. Ciao, ciao.